Hallo, ihr seht, ich bin für einmal nicht zu Hause, ich bin hier im Wald, total alleine. Kleine Joggenrunde, der Schweiß ist noch ein bisschen auf meiner Stirn, legt sich sicher total gleich. Ich möchte kurz über zwei Dinge sprechen, über Feedback und über Bewertungen, wie die jetzt im Digifernunterricht aussehen. Zuerst einmal, Feedback ist enorm wirksam, wenn es ums Lernen geht. Das ist in der Schule so, es ist so, wenn wir zu Hause sind. Also versucht, so viel wie möglich Feedback zu ermöglichen. Und ermöglichen sage ich deshalb, es müsst nicht ihr machen als Lehrerin oder Lehrer, sondern ihr könnt auch ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler untereinander sich Feedback geben auf das, was sie gemacht haben. Jetzt Feedback, wenn ich ein Arbeitsblatt ausfüllen muss und es einfach korrigieren muss, ob da im richtigen Kästchen das richtige Wort steht, dann bringt das nichts. Das ist nicht, was Feedback ist, sondern Feedback ist, ich habe was gemacht, was für mich etwas bedeutet. Ich habe auch schon über diese Projektideen gesprochen und ich reagiere als Mensch darauf, was löst das in mir aus, was sehe ich da für Qualitäten, was sehe ich vielleicht auch für Probleme, was irritiert mich, was verstehe ich nicht in dem Ganzen. Und da eine hohe Frequenz an Feedback zu ermöglichen, ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet auch für euch, versucht in die Projekte, in die Arbeitsformen der Schülerinnen und Schüler Einblick zu haben. Die kleinstmögliche Form von Feedback ist, ruft die Schülerinnen und Schüler an, sprecht mit ihnen 5 Minuten, wie geht's, was machen sie, erzählen mir mal von ihren Lernerfolgen und gebt darauf kurzes Feedback. Das bedeutet ganz viel, schreibt kurze Nachrichten per E-Mail, in Chatprogrammen, wenn die vorhanden sind, so dass die Schülerinnen und Schüler spüren, ihr seid da, es ist euch wichtig, was sie machen, ihr nehmt das wahr, aber auch so, dass ihr nicht überlastet werdet, dass in den Zeiten, in denen ihr arbeiten könnt, ihr eine kleine Feedbackrunde macht und dann auch an anderen Projekten weiterarbeiten könnt, weil ja die Schülerinnen und Schüler voneinander auch Feedback erhalten. Nun wechsle ich die Perspektive, total elegant, ja, so macht man das, genau. Und gehe noch auf ein weiteres Thema ein, auf Bewertungen. Erstens, die Prüfungen, wie die stattfinden werden, was da rechtlich möglich ist, macht euch keinen Stress, kein vorauseilender Gehorsam, keine Hyperaktivität. Lasst die Schülerinnen und Schüler mal machen und wir werden irgendwie rauskriegen, wie Prüfungen möglich sind, was überhaupt notwendig ist. Und die ideale Vorbereitung sind Lernprodukte, die ich gestern auch vorgestellt habe. Also lasst Schülerinnen und Schüler Texte schreiben. Lasst sie Präsentationen herstellen und vertonen. Lasst sie einfach größere Arbeiten machen, von denen ihr dann sagt, ja, es ist möglich, dass die dann irgendwann auch bewertet werden, dass wir daraus Noten erzeugen. Und wenn das passiert, dann werde ich euch noch die Möglichkeit geben, das zu überarbeiten. Also es soll niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden, so im Sinne von, ah, wusste ich gar nicht, dass das dann irgendwann eine Note gibt, sondern bevor es dann tatsächlich soweit ist, dann sagt ihr, ihr habt jetzt all diese Vorarbeiten, hier Kriterien, so mache ich dann daraus eine Note. Und bitte, bitte versucht nicht irgendwelche Prüfungssettings herzustellen, in denen keine Hilfe vorhanden sein kann, in denen die Schülerinnen und Schüler alleine sein müssen. Das erzeugt einen riesigen Stress zu Hause. Es ist nicht möglich, das überhaupt sinnvoll zu machen. Also überfordert euch nicht, überfordert die Lernenden nicht. Ganz ruhig bleiben, denken, wenn da Lernprodukte gemacht werden, gibt es sicher Möglichkeiten, da auch rechtskonform Noten daraus abzuleiten, wenn das dann irgendwann mal nötig sein sollte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.